Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Mit mir, dem Lupus. Und mit dabei, der Gabax. Yo, hallo Leute. Davon ein Retter. Ja, wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass wir kein Kupfererz mehr haben. Jedenfalls oder nicht mehr genug. So gut wie keins. Das ist ein bisschen doof. Und unsere heutige Mission ist, eine Bahn nach da oben zu bauen. Mission Impossible. Ja, Mission Impossible, aber da oben sitzen garantiert Aliens, also von daher wird das lustig. Was? Da ist aber nichts rot. Da ist schwarz und dahinter? Drüber, da ja, dann nehmen wir, also Munition und so habe ich genug. Also ich kann dann einfach mal Türme und Munition mitnehmen. Ja, Munition habe ich, ich habe 400 Schuss. So, ich will nur mal eben kurz hier den Lageranzeige zu Ende bauen. Wobei ich sehe gerade, ich habe die ganze Munition wieder abgeladen. Das ist natürlich clever. Warte mal. Granaten habe ich ganz viele. Toll. Ja, dann schmeißt du halt Granaten nach den Aliens. Nehmen wir mal 50 Türmchen mit. So. Was du nach den Aliens wirfst, ist mir doch egal. Ja. Toll. 400 Schuss. Mehr habe ich nicht. Dann nehme ich mir jetzt hier einfach was aus den Dingern raus. Hier ist ja genug drin. So. Da man diesen Blueprint nicht auf den Kopf bauen kann, habe ich noch einen für die andere Seite. Kann natürlich auch daran liegen, dass wir jetzt so wenig Kupfer haben, weil ich die Forschung ganz schön angetrieben habe. Und dadurch ja wieder mehr verbraucht wurde. Ja, aber klar, wir haben generell kein Kupfer mehr. Also Kupfererz fehlt ja. Ja, ja, ist richtig. Ich brauche übrigens wieder Stahl. Für Schienen. Na, mir fehlt eine Lampe. Mir fehlt eine Lampe. Plopp. Hast du nicht zugehört oder hast du es gekonnt ignoriert? Du brauchst Stahl für Schienen. Richtig. Und ohne Schienen kann ich nicht da hochbauen. Also ich habe jetzt noch 200 in der Tasche, aber die werden nicht reichen. Wieso fehlt uns Stahl? Weil die nicht so schnell produzieren. Ne? Ja. Das ist ein bisschen wenig. Ich kopiere mir hier mal diesen Bahnhof, den ich gerade schon einmal kopiert habe. Du? Ja, was denn? Wir sollten auch im Norden, das ist auch ein großes Ölfeld, das sollten wir auch noch erschließen. Ja, daneben ist sogar ein Eisenerzvorkommen. Weißt du, wir brauchen gerade alles, weißt du das? Außer Eisenerz. Außer Eisenerz, ja. Da haben wir ja schon. Aber man kann halt nicht alles brauchen. Ja. Wo ist dein Auto? Das steht hier bei mir. Hör mal, wo ist dein Auto? Kannst du mir das mal herfahren? Ups, hoppala. Da, wo Platz ist. Vielleicht sollten wir das da auch mal so ein bisschen auflösen mit einer Straße und so, dass wir da ein bisschen durchfahren können, oder? Gibt, glaube ich, sogar schon die Möglichkeit. Können wir ein zweites bauen, dann können wir beide mit Autos fahren. Das können wir. Stimmt, ich kann mir selber eins bauen, sehe ich gerade. Ich bin so schlau. So, ich habe aber noch Holz. Extra Munition mit, weil da passt Munition rein. Nein, echt? Ja, wow. Ich wollte es ja nur mal erwähnen. Du weißt schon, dass ich mit dir seit Season 1 spiele? Ja, aber da haben wir noch nie die Buggies benutzt. Doch, nee, haben wir noch Panzer benutzt. Nee, ich meine, dass wir auch die Buggies schon mal benutzt haben. Ja, aber die hatten damals keine MG drauf. Ja, klar, die haben schon immer MG drauf. Ehrlich? Seitdem die den neueren Skin haben. Ich glaube sogar vorher schon. Dann habe ich sie nie benutzt. So, was wollte ich? Ach ja, Stahl. Weißt du was? Hier. Das Kupfererzvorkommen ist komplett im Wald. Viel Spaß wünsche ich dir. Ich baue dir die Schiene. Ach, kein Wunder, dass wir keinen Stahl haben. Hä, warum? Ja, da kriegen die auch keine Eisenplatten. Ja, sorry, da bin ich nicht für zuständig. Lass das da unten mal so lange stehen, bis wir es nicht mehr brauchen. Dann hätten wir es mal gleich umgebaut, scheiße. Ist nicht meine Abteilung. Viel Spaß. Ich habe neue Öfen. Ich baue jetzt hier die Schiene erstmal runter. Ach, siehst du, kann ich schon mal währenddessen den Zug. Ja, ich habe nicht genug Motoren. 1, 2, 3. Erstmal die Waggons bauen. Hast du. Die kann ich mir dann selber holen. Die Motoren. Wir produzieren ja welche, solange du sie nicht alle verbraucht hast. Nee.
Meinst du die gelben oder die roten? Die gelben. Weil die gelben werden wir doch, produzieren wir doch. Ja, das meine ich ja. Ich meine, die roten produzieren wir auch, aber. Obwohl. Nee, nicht mehr. Die roten? Wollte gerade sagen. Ja, die habe ich doch von Hand produziert, also das, was. Für was alles, genau, was war das nochmal? Hm? Wofür genau war das nochmal? Für die Bauroboter. Ah, da war ja was. Hm. Der Typ, der wollte nicht mehr warten. Nee. Ich bin auch gerade ein bisschen glücklich. Ja. Ich bin ganz unglücklich. Sonst komplett. Hätte ich das Eisen auch so nicht umgebaut. Ich bin tierisch unglücklich. Warum sagt man eigentlich tierisch unglücklich? Das bedeutet ja, dass Tiere unglücklich sind. Das sind sie aber gar nicht. Ganz im Gegenteil. Tiere sind glücklicher als Menschen. Kommt vielleicht aufs Tier an. Das kann sein. Vielleicht bist du so unglücklich, wie wenn so ein Tier guckt. So. Das ist wie so ein Dackel, ne? Ja, genau. Wenn ein Tier so einen Dackelblick aufsetzt. Wenn ein Tier einen Dackelblick aufsetzt, das hört sich an. Weil ja auch ein Dackel kein Tier ist, ne? Oder ja, jedes nein, Tier setzt nein, damit einen Dackelblick ich sagen, auf. Aber wollte ich sagen, es können ja auch Katzen so gucken. Ja, aber dann ist das doch ein Katzenblick und kein Dackelblick. Okay, also, wenn ich eine Katze mit einem Katzenblick anguckt, wenn sich ein Hund mit einem Hundeblick anguckt, wenn ich ein... Soll ich noch weitermachen? Soll ich jetzt jedes Tier aufzählen? Ja, bitte. Nein, aber Katzen sind eh mega sweet, also. So, oh Gott, ich habe keine Strommasten mehr. Jetzt brauche ich wieder so viele Stahlkisten und wieder viele Greifärmchen und wieder Tunnel und wieder Splitter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt muss ich mir erstmal Motoren. Gerade verstanden und wieder Splitter. Was? Ach, siehst du, jetzt habe ich mein Auto umstehen lassen. Ich bin so intelligent. So, Intellent. Das Intellent sprüht. Wie immer. Mhm. Okay, so, erstmal davon ein paar Dinger holen hier. Dann brauche ich ein paar Zahnräder. Yeah. Und dann brauche ich ein paar grüne Schaltkreise. Ich packe meinen Koffer und nehme mit grüne Schaltkreise. Stopp. So, dann brauche ich von den Ärmchen ein paar. Mir ist gerade eine geniale Idee gekommen. Eine geniale? Keine normale, sondern eine geniale? Ja. Mhm. Dann lass mal hören. Und zwar, ich könnte das Stahl ja auch umbauen. Nein. Wow. Doch. Das ist ja eine geniale Idee. Ja, sag ich doch. Und zwar hatte das schon jemand bei mir mal in die Kommentare geschrieben. Ich möchte doch bitte die Stahlproduktion genauso bauen, wie wir sie in der ersten Season gebaut haben. Ach, dann war das nicht mal deine geniale Idee. Was? Ruhm abgekriegt, ohne dass es deine Idee war. Ach so, das meinst du? Doch. Weil ich bin jetzt gerade auf diese Idee gekommen. Ach so. Du bist auf die Idee gekommen, die ein Zuschauer von dir hatte. Ja. So, die beiden Lokomotiven. Naja, eigentlich war es keine Idee, es war ja eine Idee. Ja, beziehungsweise ein Hinweis, ne? Oder? Ja, doch, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte mach. Deswegen werde ich das jetzt genauso machen. Und zwar kann ich das dann auch aber gleich genau erweitern. So. Dann kann ich das auch gleich erweitern. Außer die da. Der, so. Das sind die da oder die da. Die da, die da. Nee, die da. Die Station. Die da Station. Die da Station. Ja, diese verstärkte. Die Beacon. Beacon. Die Beacon. Beacon. Beak ist so, zack. Dann die ganzen. Ach Gott. Ja. Ich muss aber ja oben auch noch. Ich überlege gerade, macht das überhaupt Sinn, das zu bauen? Was bitte? Ich überlege gerade, oder ist das sinnvoller, Stahl genauso zu bauen, wie wir Eisen gebaut haben, obwohl. Das musst du mal rausfinden. Ich bin hier gerade damit beschäftigt, einen Bahnhof zu bauen und hatte gerade festgestellt, ja, ich muss ja oben auch noch einen Bahnhof bauen. Ich kriege so 8 auf einen Fleck. Nee, so kriege ich 9 auf einen Fleck. Nee, das ist so schon besser. So kriege ich einen Ofen mehr drauf. Oh Mann, kannst du mir vielleicht auch Drohnen bauen?
Wärst du so lieb? Ich habe keine Lust, dir das alles zu bauen. Ach, jetzt kommt er angekrochen. Ja. Und will auch was von meinen Keksen haben. Kekse. Ja, weil Kekse schmecken einfach gut. Ja klar, es sind ja auch meine Kekse. Nee, deine Kekse will ich nicht. So, zack. Hier lang, weil es geht mir gerade tierisch auf den Sack. Keks? Ja, genau. Jetzt tierisch auf den Keks, dass ich hier das alles nochmal per Hand bauen muss. Und oben auch nochmal. Genau das gleiche. Obwohl ich das ja mit den Drohnen alles viel einfacher machen kann. Zum Glück habe ich die ganzen Materialien. Wo ich bin? Was? Ich habe nie gefragt, wo du bist. Was hast du denn gerade gefragt? Ich habe nichts gefragt, ich habe was gesagt. Was denn? Ich habe es nicht verstanden. Ich jetzt nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis oder was? Das interessiert mich, was ich vor 5 Minuten gesagt habe. Keine Ahnung. Hätte ja was Weltbewegendes sein können. Nee. Nicht so oft am Tag. Hatte ich schon. Das Vorhin, ne? Hm? Vorhin. Ja. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das so gebaut habe. So. Genau, und dann habe ich hier nochmal da oben auch nochmal 2 Tunnel. Und dann habe ich, glaube ich, ach nee, Moment, das sieht man ganz schlecht, dass die Kabel hier noch nicht gesetzt sind. Wo ist denn überhaupt das Stahlband? Ach, da oben. Ich habe gerade das Stahlband gesucht. Mhm. Und gefunden. Ja. Und Stahl läuft. Sehr schön. Wurde aber auch Zeit. Jawohl. So. Warum sind eigentlich immer nur auf der einen Seite Eisenplatten? Hm, so, jetzt auf der anderen Seite. Eisenplatten oder Stahl? Eisen. Eisen war gerade nur auf einer Seite. Das hatte mich etwas irritiert. Es ist nicht viel Stahl, aber es ist wenigstens erstmal etwas. So, du wolltest Bauroboter. Genau. Dass da du mir vielleicht auch mal welche baust. Muss ich mir erstmal Engine Units verholen. Ah, okay, das ist alles. Brauchen wir noch Kohle. Das kannst du ja selber anschließen hier, das Erzzeug. So, dann baue ich schon mal den Bahnhof, hätte ich fast gesagt. Den Zug. Obwohl ist das gar nicht mal. Eigentlich ist das gar nicht schlecht. Alle Lämpchen rot, wenn nichts drin ist. Ja, das ist wirklich gut. Das wollte ich mir eh gleich nochmal angucken. So, das ist die Rot, ist das ganz okay. Das ist ja schließlich Kupfer. Und dann muss ich mir mal ein bisschen Kohle holen auf Vorrat. Ja, laufe ich mal einmal übers Band hier. Dann, genau, habe ich genug für 10. Ja, okay, kann dir 10 Schiff bauen. Ich baue gerade. Wo kann ich mir das mal anschauen? Unten beim Öl, ne? Achso, ja. Hätte es auch einfach übers Radar gehen können. Stimmt. Egal. Jetzt bin ich live hier. Ich musste eh Kohle holen. Live und in Farbe. Naja, ist gerade dunkel, also. Ich weiß nicht, wie farbig das ist. Ach du Heilige, ist das grell. War geil, ne? Aber das ist eine normale Lampe, ne? Das ist eine normale Lampe. Ja. Okay. Und die werden. Kannst du die umstellen, die Farben, oder wie? Ja. Okay. Das kannst du hier über die Dinger hier regeln. Den kannst du Farben zuordnen, was die rauswerfen sollen. Rot. Und wenn du der dann sagst, dass sie Farben nutzen soll, dann benutzt du die Farbe, die sie zugeordnet kriegt. Ja, nice. Also jetzt quasi, das wird dann, ist jetzt komplett grün, dann wird es langsam gelb, 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 gelb nach oben oder wie? Oder rot nach jetzt oben? Jetzt ist grün, weil genug da ist. Genau. Ab hier ungefähr ist gelb und hier ist rot. Also es fängt an mit den ersten Rot, dann wird's gelb und dann geht's nach grün nach oben. Also dadurch, dass der hier oben dunkel ist und ja. hier grün ist, siehst du, ist fast voll. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Wenn und die dann, hier auch noch leuchten würden, wäre ganz voll. Also es bedeutet also, dass wenn das jetzt sich leeren würde, dann würden die beiden ausgehen, genau. Oder wie? Und während die da unten werden dann allerdings gelb. Und hier, grün. Ab hier wird's gelb, okay. Nee, ab hier ungefähr wird's gelb. Oder ab hier. Und ab hier unten wird's dann rot. Und warum ist das unten komplett rot alles? Das ist komplett rot, weil hier ein Fall eintritt, den ich nicht vorher gesehen habe. Und zwar der ganze Tank ist leer.
Okay, dann ist alles rot. Dann ist komplett rot. Ja, gut, kann man natürlich auch machen. Ja. Das ist ja richtige Warnung. Und danach sollte jetzt wieder was drin sein, gehen die Lampen aus, nach dem Motto, dann ist was drin und dann füllt sich das. Zum Beispiel so wie hier. Mhm. Hier ist gelb. Allerdings frage ich mich, warum da gelb ist. Wieso ist gelb? Gelb sollte doch erst ab 10.000 sein. Das ist doch rot, sollte das doch sein, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ich weiß noch nicht, wieso. Gelb ist bei über 10 und unter 15. Was ist das gelb? Warum sind nur 8.000 drin? Ich verstehe das nicht. Das musst du auf Rot stellen. Ich hab das eigentlich mal getestet. Habe ich die falsch rum? Jetzt noch. Größer 15? Kleiner 10? Nee, macht der keinen Sinn. Nee, wenn größer 10. Ja, so ist das. Und kleiner 15. Ja, das ist auch noch eine große Spielerei. Da habe ich bis jetzt kaum was mitgemacht. Vor allem weil die haben ja diese Pfeile, müssen die in diese Richtung gucken oder kann dann das alles mit Kabeln machen? Was? Ja, hier haben die doch diese Pfeile dran. Sind ja, die, ist ja richtig. Sagen die irgendwas aus, oder? Ja, sicher. Das ist, wenn du da drauf gehst. Ja. Der Parameter ist, dass Everything ist einfach nur damit, womit es verbunden ist. Wenn etwas über 24 ist, dann geht die achte Lampe an. Wenn du da drüber guckst. Achso, die, wo er drauf zeigt. Genau. Okay. Nee, nicht vorher drauf zeigt. Das ist einfach nur, wenn du dir die Lampen anguckst, die haben alle eine Kondition. Was weiß ich, wenn eins rausgeworfen wird, dann geht die Lampe an. Wenn zwei rausgeworfen wird, geht die Lampe an. Ach, das habe ich nicht gesehen, diese Bedingung, ja. Genau. Okay. Und alles er sagt klar. Einfach nur, wenn so und so, wenn der Tank so und so voll ist, geht die und die Lampe an. Nee, dann ist also, macht quasi, die Pfeile machen keinen Unterschied, sondern nein, nur die Kabel sind wichtig. Genau. Und okay, die Pfeile, der sagt einfach nur, ob der jetzt größer oder kleiner macht oder verstehe. So. Verstehe. Alles klar. Das Problem ist, dass das Ding scheinbar, dass ich mir da nicht genug Gedanken gemacht habe. Ja, das ist häufig so. Dass man sich zu wenig Gedanken macht. Aber du machst ja auch keine anderen Gedanken von gerade was anderem. Achso, ja, schön, da war ich jetzt ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. Egal. Also, wie gesagt, größtenteils funktioniert's. Zumindest bei mir im Solo hat es größtenteils funktioniert und mein Gott, da haben wir ja irgendwie kaum was geschafft, außer ein bisschen Stahl ausgebaut. Also ich habe nichts geschafft. Hallo, ich habe einen ganzen Bahnhof gebaut. Ich habe eine ganze Strecke gebaut. Jetzt fehlt mir natürlich noch das Kupfererz, dass du das oben anbaust, weil ich da auch noch einen Bahnhof bauen muss. Und okay. Ja. Ich gebe dir gleich deine Bauroboter. Das musst du dir dann in der nächsten Folge antun, also das Bauen. Geht klar. Ne? Ja, dann hoffe ich, seid ihr auch in der nächsten Folge mit dabei und bis dann, ne? Macht's gut. Tschüss. Ciao.